Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den Heidemann Schmuck-Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe 169 Tacken dafür hingeblättert. Wow. Und ja, damit steht er tatsächlich auf der gleichen Ebene wie der von Purelay, weil der hat 169,90 € gekostet. Der hier soll einen Warenwert von 650 € beinhalten. Ich persönlich finde es immer ziemlich wichtig zu schauen, ob einem die Schmuckstücke ja auch gefallen. Deswegen mache ich auch die Full-Unboxings davon. Ich habe den jetzt mal in Silber ausgewählt. Du kannst ihn aber auch noch in Gold oder in Roségold auswählen. Und man konnte auch ein Schmuckstück wohl personalisieren. Ihr könnt euch alle vorstellen, welchen Buchstaben ich genommen habe. Und ja, schön schaut er definitiv aus, ne? Das ist wie letztes Jahr auch ein schöner Boxen-Adventskalender, beziehungsweise es sind Schubladen. Und was ich auch ganz interessant finde, ist der wirklich 650 Tacken wert? Das ist immer so eine Frage, ne? Das rechnen wir aus. Ziemlich cool finde ich übrigens den Slogan Dein Stil, also mit Stahl, also S-T-E-E-L. Ich starte die Chose hier mit der Nummer 1 und wir haben hier schöne Organza-Säckchen. Die finde ich persönlich auch sogar sehr, sehr ansprechend. Ich habe direkt Ohrringe hier drin, die ich richtig, richtig schön finde. Und hier freue ich mich direkt, dass ich die in Silber ausgewählt habe. Oh mein Gott, sieht das hübsch aus. Das sind halt so Kreise. Also es sind ja keine Kreolen, ne? Es sind ja Stecker. Aber wie schön sehen die bitte aus. Mag ich richtig gerne leiden. Was ich persönlich etwas nervig fand, war dann die intensive Werbung, die ich bekommen habe. Ich habe mich nämlich für diesen Presale angemeldet. Und das ging über WhatsApp. Und ich habe ständig Nachrichten darüber bekommen. Alto Belli und Spam per E-Mail. Oh mein Gott. Ja, schauen wir uns die Nummer 2 an. Hier ist ein Armband drin enthalten. Sowas ist bei mir immer ein bisschen schwierig, weil ich habe ja nicht so super schmale Handgelenke. Ne? Ja, wie zeige ich das denn jetzt am besten? Nee, guck mal. Oh, das passt sogar richtig gut, weil du kannst es auf verschiedene Längen einstellen. Das mag ich gerne leiden. Also ich habe hier noch richtig so ein kleines Schwänzchen über. Ne? Das ist toll. Ja, aber ich trage halt nicht so wirklich Armbänder. Sehr, sehr selten. Aber das hier würde ich tragen, weil ich das sehr schick finde. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir eine Kette drin. Die passt zu den Ohrringen. Wie schön. Wie schön. Ja, die mag ich wirklich gerne leiden. Also ich freue mich wie Bolle, dass ich Silber gewählt habe. Weil schaut euch mal an, wie schön dieses Silber aussieht. Hier ist diese Kette ein bisschen verdreht. Da muss ich mal gucken, ob das so muss. Oder ob man die irgendwie auseinanderfriemeln kann. Weil sonst hast du da irgendwie so einen Knick drin. Aber auch eine gute Länge. Also schön, 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 schön. Ein sehr helles, angenehmes, leuchtendes Silber, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Und hier haben wir Ohrringe drin. Auch richtig schöne Ohrringe. So ähnliche habe ich tatsächlich von meinem Punkt. Und ich mag einfach gerne, wenn so Perlen dran sind. Das ist halt schon so mein Vibe, ne? Das finde ich einfach hübsch. Und auch das sind so Stecker, so Mini-Kreolen-Stecker. Also das ist schon schön. Hier haben wir jetzt einen Tag vor Nikolaus und hier scheinen wir die passende Kette zu dem Armband zu haben, welches wir ja eben schon drin hatten. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen vertüdelt, aber so schön. Das sind auch wieder so, wie viele Stränge sind das? 1, 2, 3 Stränge. Das sieht extrem hübsch aus, zeitlos, ne? Mag ich auch sehr gerne leiden. So nice. So kann es gerne weitergehen. Ich bin gespannt auf Nikolaus. Da haben die Ohrringe reingepackt. Das finde ich interessant, weil der Nikolaus ist ja klassischerweise eigentlich eher so, dass man Ketten drin hat. Ne? Auch wunderschön. Da werden sich nur meine Haare wahrscheinlich sehr, sehr intensiv dran verfangen. Das sind halt einfach so Xe als Stecker. Mag ich aber gerne leiden. Aber bei mir wäre es halt so, dass ich sagen würde, okay, für mich relativ unpraktisch. Vielleicht, wenn ich, also ich habe jetzt natürlich mit der Mütze keine Ohrringe um, ne? Aber wenn ich meine Haare so in einem Bommel habe oder so, kann das auf jeden Fall was Schönes werden. Am 7. Dezember haben wir wieder Ohrringe drin und es stand halt auch tatsächlich dort, wie viele Ohrringe, wie viele Ketten, wie viele Armbänder und so du da drin haben wirst. Und das sind auch so ganz süße Stecker. Das mag ich ja auch ganz gerne. Die sind schlicht, aber nicht zu schlicht, weil die halt so ein bisschen auch so glitzernd sind, aber auch nicht zu glitzernd. Ne? Also ich habe ja hier auf dieser Seite, es ist ja meine rechte Gesichtshälfte, ein zweites Ohrloch. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen, zum Beispiel in Kombination mit denen aus der Nummer 1. Das kann sehr, sehr schön werden. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Und da haben wir einen Ring drin, aber der sieht schön aus. Erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an den Ring, den wir im Purelay Adventskalender drin hatten. Denn das hier ist so ein gewellter Ring. Ich mache mir den mal eben, ja, den kannst du verstellen. Ne? Der fühlt sich auch sehr, sehr leicht an, hier auf den kleinen Finger.
Also so doppellagig und gezackt, aber irgendwie auch dadurch, dass du so Kugelelemente hast, ein bisschen schimmernd, weil der das Licht halt so reflektiert. Der ist nicht zu hell, nicht zu dunkel. Ja, kannst du halt verstellen, ne? Weil er auf der einen Seite offen ist, was ganz praktisch ist. Aber ich habe ja meine Ringe. In der Nummer 9 dürfen wir uns jetzt über tatsächliche Kreolen freuen. Und auch die sind etwas robuster. Ich glaube, in Gold würden die richtig schön aussehen, ne? Das sieht so aus. Und ich finde sie auch von der Größe her optimal, weil meine Ohrläppchen sind etwas voluminöser. Also ich habe relativ große Ohren, ne? Und dann kann ich das einfach gut gebrauchen, wenn dann halt auch einfach die Ohrstecker oder Ohrringe etwas größer sind, weil sonst sieht das halt ein bisschen verloren an mir aus. Mag ich gerne leiden. Die sind auch relativ schwer. Das ist wertig, ne? Ist gut. In der Nummer 10 wird es ebenfalls mit Ohrprodukten weitergehen. Und hier haben wir, ja, eckige. Da hätte ich, nee, das wird mit meinen Ohrläppchen, glaube ich, schon funktionieren. Und die haben wirklich so ein bisschen Glitzer mit am Start. Also die sehen auch sehr, sehr, sehr edel aus, sehr hübsch, ne? Mag ich auf jeden Fall leiden. Schön. In der Nummer 11 erwartet uns, glaube ich, eine Kette, die jetzt etwas gröber ist. Das ist so eine Kette, die also wirklich mit so richtig Kettengliedern, ne? Die lässt sich wahrscheinlich auch sehr schön kombinieren mit einer Filigrankette, die wir ja eben schon mal zum Beispiel gesehen hatten. Und hier haben wir unten dran so ein Plättchen. Das sieht aus, als hätte da einfach jemand ein paar Mal drauf geklopft. Schaut so aus, ne? Und hier unten ist dann der Verschluss auch tatsächlich. Das ist so ein Durchziehverschluss. Das ist mir persönlich ein bisschen zu grob. Werfen wir mal einen Blick in die Halbzeit. Und da haben wir einen Armreif drin. Das finde ich auch irgendwie ganz cool. Ja, das ist ein Armreif. Der ist einfach schlicht. Sieht auch sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Ne? Ist hier natürlich auch an einer Stelle offen, sodass man das auch besser umtun kann. Und den könnte man auch zusammendrücken oder auseinanderziehen, wenn das halt mit dem Armumfang nicht ganz so gut funktioniert. Und du hast hier auch noch so Löcher drin. Das heißt, wenn du Angst hast, das zu verlieren, könntest du theoretisch so ein Bändchen dazwischen machen oder so. Schon durchdacht. Erste Hälfte des Adventskalenders. Ich bin wirklich begeistert. Dann werfen wir mal einen Blick in die Nummer 13. Da haben wir zu der Kette, die wir eben drin hatten, die passenden Ohrstecker. Und auch das sind wieder diese Plättchen, wo jemand drauf rumgehauen hat, zum Anstecken. War das hier? Nee, da war einfach nur ein bisschen kondensierte Luft dran. Auch sehr, sehr schön, muss ich sagen, ne? Vor allem dann auch in Kombination mit der Kette kann das wirklich ein tolles Set sein. Schöne Sache, schöne Sache, wirklich schöne Sache. Vor allem auch keine Füllprodukte oder so ein Tinnef, ne? Das finde ich auch ganz klasse. Die Nummer 14 habe ich jetzt hier. Das erinnert mich doch an etwas, was wir letztes Jahr, glaube ich, drin hatten. Das ist ein Armkettchen. Und da sind zwei in sich verschlungene Ringe dran. Was auch ganz hübsch ist, ne? Aber wie gesagt, Armkettchen bin ich halt eher so raus, aber trotzdem schön. Am 15. Dezember erwarten uns sehr witzige Ohrstecker. Muss ich mal zurecht tüddeln. Denn das sind quasi Kreolen, weil die Kette halt komplett einmal rumgeht. Und dann hast du da auch so ein Stäbchen dran. Das sieht schon irgendwie anders aus, ne? Schon so besonders cool. So dieses Gedrehte und dann geht das über in die Kette und hinten ist es dann halt am Ohrstecker noch so dran. Das ist total witzig. Hier habe ich jetzt die Nummer 16 und da ist ein Ring drin enthalten, der auch so verschlungen ist und auch ein bisschen zu den Ohrringen gerade passt. Und der hat auch so Glitzersteinchen mit drin. Das ist schon hübsch. Ja, mag ich definitiv gerne leiden. Schaut so aus, ne? So hübsch. Da ist er offen. Nee, das ist hübsch. Fühlt sich, also definitiv fühlt sich dieser Ring auch ein bisschen wertiger an als der, den wir vorher hier drin hatten, ne? Der hier. Wir befinden uns nun eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember und hier dürfte eine Kette drin sein, die passend zu den Ohrringen ist, die wir eben schon mal hatten mit diesen Perlen. Also schön, dass wir hier auch wirklich so stimmige Sets drin haben. Sowas feiere ich ja generell. Ach was, ein ganz interessanter Verschluss. Okay, also das ist eine Y-Kette, wo du hier vorne auch diese, das kannst du so verschieben, dass du halt je nachdem, wie du möchtest, kannst du die Kette total eng machen um den Hals, dass du dann halt ein langes Y-Ding nach unten hast, ne? Und dann ist hier unten halt diese Kugel dran, die auch sehr, sehr hübsch aussieht.
Oder du machst sie halt relativ kurz, sodass sie eng um den Hals liegt. Ne? Dann hast du halt nicht dieses Y-Gedönsen. Und hier hinten am Nacken kannst du die dann auch verstellen. Hast ja auch noch ein Verstellvieh mit dabei. Das ist auch irgendwie cool. Also da, ohne Witz jetzt, ne? Bei den Produkten haben sich die Leute wirklich was überlegt. Und das finde ich klasse. Also es ist einfach mal so ein bisschen was anderes auch. Der 18. Dezember begrüßt uns mit Kreolen in der Weihnachtswoche. Und das sind halt auch so zeitlose, ganz klassische Kreolen, ne? Die so etwas länglicher unterwegs sind und tatsächlich auch bei vielen Looks richtig gut aussehen werden. Mag ich. Ich habe jetzt hier den 19. Dezember und hier haben wir auch wieder Ohrringe drin. Die sind jetzt sehr, sehr opulent. Auch das sind Stecker, aber die sind hinten so ein bisschen offen, also wirklich sehr, sehr opulent. Ne? Die glitzern ziemlich. Ist halt so ein bisschen im Kontrast zu dem, was wir jetzt gerade vorher drin hatten, aber sehr, sehr hübsch auch. Also echt, das sieht halt nicht so... Also es glitzert schon und ne, ist halt auch mit Glitzersteinchen, beziehungsweise es wird ja Glas oder sowas sein. Aber es sieht nicht billig aus und ich glaube, das ist halt auch echt so ein Punkt, ne? Schick! Schauen wir uns mal die Nummer 20 an, die jetzt so ein bisschen den Endspurt auf Heiligabend eröffnen möchte. Und das ist eine Kette. Okay, was bist du für eine Kette? Eine extrem lange Kette oder eine doppellagige Kette? Die ist doppellagig. Und da haben wir unten dran eine... Also du hast quasi im Prinzip eine so eine etwas kürzere Kette und dann eine etwas längere. Und unten an der längeren haben wir einen Anhänger dran, der auch so Glitzersteinchen mit drauf hat. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr gut zu den Ohrringen von gerade passen, aber auch zu vielen anderen Styles, ne? Ja, schick. Auch hier kannst du die Kette natürlich hinten so ein bisschen verstellen, je nachdem, welche Länge du so haben möchtest, ne? Am 21. Dezember haben wir auch wieder etwas andere Kreolen drin. Das sind Mini-Kreolen. Und die haben auch diese Perlen unten dran. Das muss ich jetzt so über Kopf halten, dass man das auch sieht. Ja, so etwas kleinere Kreolen haben wir hier. Und da haben wir ganz viele von diesen Perlchen dran. Ja, auf jeden Fall mal was anderes. Das ist jetzt nicht so ganz mein Style. Auch am 22. Dezember haben wir krasse Ohrringe drin. Also das sind auch wieder Stecker. Und die wollen es wirklich wissen, ne? Also das sind halt so richtig krasse Statement-Ohrringe, die ich aber auch irgendwie voll feier. Guckt euch die mal an. Ne? Mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Schon. Ja. Ich hab da auch irgendwie gar nicht irgendwie was, dass ich da jetzt irgendwie was, ne? Das ist echt geil. Ich feiere das extrem. Ich mag das auch, wie das so verschwungen ist und diese Knotenoptik, ne? Am Tag vor Heiligabend erwartet uns ein Ring, der passend zu den sehr opulenten Ohrringen ist, die wir schon drin hatten. Und auch den kannst du natürlich Größen verstellen. Und der schaut einmal so aus. Wäre mir persönlich zu, ja, wie soll ich das sagen, anfällig, dass ich irgendwo damit hängen bleibe. Ne, das ist bei mir immer so ein Thema bei Ringen, dass ich halt möchte, dass es relativ praktisch ist. Aber schön finde ich ihn definitiv. Und ein bisschen zu dick ist er definitiv auch. Also ich merke das hier halt. Ich habe so gehofft, dass in der 24 dann auch etwas drin ist, was ich dann auch gerne tragen möchte. Natürlich ist hier eine Kette dran, drin. Und natürlich habe ich sie mir mit einem J personalisieren lassen. Und das ist eine wirklich schöne Kette. Ich habe sowas Ähnliches schon tatsächlich. Aber die hier wird dann alles andere, was da ist, ersetzen. Also hier unten konnte man halt einen Buchstaben eingravieren lassen. Da habe ich halt das J natürlich genommen. Und hier ist auch eine doppellagige Kette. Wobei die engere von den beiden auch noch etwas größere Kugelelemente mit da dran hat. Und die, wo der Buchstabe dann mit dem Plättchen unten dran ist, ne, hat dann einfach eine ganz normale, klassische Gliederform. Sehr, 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 sehr schön. Leute, was soll ich sagen? Ihr habt den Schmuck gesehen. Das ist echt, ne, toller Schmuck. Kann man sich definitiv angucken. Wenn ihr überlegt, euch einen Schmuck-Adventskalender zu holen, schaut euch dieses Unboxing an, schaut euch das von dem Purelay-Adventskalender an. Ich weiß jetzt nicht, welches von beiden eher online kommen wird, aber ich finde den hier schöner. Vor allem die Idee, dass man halt das letzte Schmuckstück auch personalisieren lassen konnte, fand ich so cool. Und ich habe so gehofft, dass das ein cooles Produkt wird. Ja, ist es. Und ja, es ist ein großes Geschenk mit 169 Euro, aber er lohnt sich. Und selbst wenn man den kauft und dann halt an verschiedene Menschen verschenkt, ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, weil du hier verschiedene Sets drin hast. Lasst mich aber gerne eure Meinung mal in den Kommentaren wissen.
Und dann wäre es das hier gewesen, wenn es dir gefallen hat. Wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.